Mein Name ist Christoph Jaschke. Ich bin einer der beiden KongresspräsidentInnen vom MAIC und führe heute Sie mit Maria Panzer, meiner Co-Präsidentin, die Sie gleich kennenlernen werden, durch diesen MAIC Online Talk. Qualifizierung in der außerklinischen Intensivpflege ist unser Thema. Die Referenten stellt gleich Maria vor. Ich möchte Ihnen noch ein paar Sachen zum Format und zum Vorgehen in so einem Online-Talk sagen. Und zwar zeichnen wir diesen Talk auf, damit diejenigen, die heute keine Zeit hatten, ihn in YouTube nachher in den nächsten Tagen sehen können. Wenn jemand nicht aufgezeichnet werden will, dann muss er bitte seine Kamera ausmachen, damit man ihn oder sie nachher nicht sieht. Wir haben eine Chatfunktion in diesem Tool. Das heißt, wenn Sie eine Frage zwischendrin stellen wollen, während die Referentinnen referieren, dann tun Sie das bitte. Maria Panzer und ich gucken uns die Chatverläufe an und geben es dann gegebenenfalls auch direkt in die Diskussion mit rein. Ansonsten ist es, denke ich, eine Selbstverständlichkeit, dass wir hier respektvoll und antisexistisch oder rassistisch uns verhalten. Sollte da jemanden ein Fauxpas entgleisen, dann wird er nicht nur von mir aus dem Talk rausgeschmissen, sondern natürlich auch nachher auch rausgeschnitten. Aber ich meine, wir sind jetzt ziemlich routiniert, was dieses Format angeht. Und das ist uns Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich erwähne es trotzdem. Und dann würde ich direkt gerne an Maria weitergeben, dass du unsere tollen Referenten vorstellst. Ja, also auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Talk heute Nachmittag mit dem Thema Qualifizierung in der außerklinischen Intensivpflege. In beiden Vorträgen geht es ja um die spezielle Form von E-Learning und nicht erst seit Corona ist diese Form des Lernens bei Pflegekräften sehr beliebt, denn sie können lernen, wann und wo sie möchten. So kann man sich beispielsweise im Nachtdienst Wissen aneignen oder auf der Heimfahrt oder im Bus eben. Also das ist wirklich zum Teil sehr praktisch. Und man kann sich sehr viel theoretisches Wissen aneignen und dann eben das durch Praxisteile oftmals ergänzen. Vorstellen möchte ich unsere Referenten, denen ich zuerst schon mal herzlich danke, dass sie heute den Online-Talk bestreiten. Zuerst mal Herr Muhle, er ist Gründer und Geschäftsführer der DCK Media GmbH. Er bietet hochwertige E-Learning-gestützte Fortbildung für Pflegekräfte in der außerklinischen Intensivpflege, für Pflegekräfte, ambulante und stationäre Altenpflege und Tagespflege sowie Betreuungskräfte und Praxisanleiter an. Er wird dann sicherlich seine schönen Hefte auch zeigen. Unser zweiter Referent ist Dr. Alexander Schwandt, der seit 2019 Geschäftsführer der Smart Healthcare Solutions GmbH ist. Aber viele werden ihn wohl eher kennen als Geschäftsführer von Pflegediensten in der Kinderintensivpflege. Für den heutigen Online-Talk hat er eigens eine Demo-Seite unter dem Titel Smart Aware Meets Mike gebaut und wir freuen uns sehr auf seinen Vortrag. Und jetzt übergebe ich das Wort an Herrn Muhle. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Panzer, vielen Dank, Herr Jaschke. Ich freue mich sehr, hier ein bisschen was erzählen zu dürfen. Und ja, vielleicht, Frau Panzer hat mich ja schon vorgestellt. Wie gesagt, ich bin der Geschäftsführer von DCK Media GmbH und wir machen schon seit 2015 tatsächlich E-Learning-gestützte Fortbildung für die Pflege, sind das vielleicht als Hintergrund zunächst mit der Krankenpflege angefangen, haben uns dann die Altenpflege vorgenommen und tatsächlich war es Ende 20, oder im Herbst 2016, habe ich Herrn Jaschke und Herrn Brambrink, ist schon etwas länger her, unser Altenpflegemodell vorgestellt und die haben gesagt, jetzt ein sehr interessantes Modell, aber wir sind halt in der außerklinischen Intensivpflege unterwegs und unsere Leute sind, oder unsere Patienten, unsere Kunden, sind nicht dement, sondern haben in der Regel ein Tracheostoma oder andere schwere Erkrankungen. Und die Themen aus der Altenpflege würden das ja nicht so richtig abdecken. Ja, und dann haben wir in Kooperation Ende 2016 tatsächlich die AIP-Akademie an den Start gebracht, die seitdem sehr erfolgreich am Markt ist und sich ganz auf die Fortbildungsbelange und Bedarfe der Pflegekräfte in der außerklinischen Intensivpflege
sozusagen an die richtet. Wir haben uns damals ein etwas anderes, nicht nur rein auf E-Learning gestütztes Fortbildungsmodell einfallen lassen, sondern haben gesagt, ganz, ganz viele Menschen wollen heute auch noch gerne etwas in der Hand haben. Wenn sie etwas lesen, dann machen sie das gerne auf Papier oder in Form eines Magazins und haben deshalb für unsere Zielgruppen jeweils ein Fortbildungsmagazin aufgelegt. Davon sprach Frau Panzer auch gerade. Ich halte das mal hier so fein in die Kamera. Das ist natürlich jetzt etwas spiegelverkehrt. Aber die Nutzer bekommen zum Beispiel in der außerklinischen Intensivpflege dreimal im Jahr dieses Fortbildungsmagazin mit jeweils 8 bis 9 unterschiedlichen neuen Themen. Das heißt, wir stellen pro Jahr für die außerklinische Intensivpflege 27 verschiedene Themen zur Verfügung, zu denen es dann im Nachgang immer einen E-Learning-Teil gibt. Was uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir sozusagen vor allem die Themen bearbeiten, die für die Praxis relevant sind. Das heißt, die Pflegedienstleitung, aber auch die Nutzer der teilnehmenden Einrichtungen machen uns die Vorschläge, sagen, wo der Schuh drückt. Das ist natürlich aus der Sicht einer Pflegedienstleitung vielleicht woanders als aus der Sicht eines Nutzers. Aber wir nehmen eigentlich alle Themenvorschläge sehr gerne auf und bearbeiten die dann, machen daraus E-Learning-gestützte Fortbildung, sodass, so hoffen wir und das sagen wir auch immer, für jeden etwas dabei ist. Also wir wollen nicht nur den Bereich der Pflichtfortbildung für die außerklinische Intensivpflege abdecken, sondern auch pflegefachliche Themen, Themen, die vielleicht mit ja auch mit Frust beladen sind oder tatsächlich einen Leidensdruck bei den Nutzern erzeugen, wie der Umgang mit schwierigen Angehörigen oder Palliativ-Care-Themen. Ja, und so schaffen wir es, glaube ich, jedes Mal in jedem neuen Magazin ein ganz breites Fortbildungsangebot darzustellen. Ja, der Ablauf ist so, dass die Nutzerinnen und Nutzer, ich zeige jetzt mal einmal das entsprechende Bild. So, ich hoffe, Sie können das alle gut sehen, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Ausgabe bekommen. Die kommt per Post. In der Regel, also beim ersten Mal mit den persönlichen Zugangsdaten, das ist der Nutzername und das Passwort. Dann schauen sich die Nutzer in einem zweiten Schritt ein Thema im Magazin an. Häufig ist das so, dass die Pflegedienstleitung einfach gewisse Themen auch vorgeben und sagen, so in diesem Quartal oder in nächster Zeit ist das und das Thema dran, lesen sich das Thema im Magazin durch, ganz davon ab. Es ist auch alles online erhältlich. Das heißt, wenn man jemanden hat, der sagt, Papier, da arbeite ich nicht mehr so gerne, dann kann man das natürlich auch alles online anschauen. Ja, und im dritten Schritt schaut man sich die E-Learning-Einheit an und beantwortet zum Abschluss einige Fragen zu dem Thema, mit dem man sich da gerade beschäftigt hat. Wenn man die Fragen richtig beantwortet, erhält man das Zertifikat, auf dem steht der Name des Mitarbeiters, der Name der Fortbildungseinheit in diesem vierten Schritt. Das ist der Nachweis über eine Stunde Fortbildung, der auch so von den Krankenkassen anerkannt ist, vom MDK, von den Heimaufsichten, also überall anerkannt ist. Zwei wichtige Dinge vielleicht noch, die es zu oder die bemerkenswert sind oder wichtig sind. Die Nutzer haben müssen, um zu bestehen, 70% der Fragen richtig beantworten. Das heißt, wenn wir 10 Fragen stellen, dann müssen 70% richtig beantwortet sein, das heißt 7 Fragen. Man hat dazu 3 Versuche, danach ist so ein Test erst einmal gesperrt. Und der Arbeitgeber, die Pflegedienstleitung, erhält Zugriff auf ein Auswertungsportal, in dem alle Zertifikate, die die Mitarbeiter gemacht haben, abgelegt werden. So hat man immer die Übersicht und wenn man irgendwann den Nachweis erbringen muss, kann man das mit Hilfe dieser Zertifikate machen und den Krankenkassen oder wer auch immer das sehen will, dann darstellen, welche Fortbildungseinheiten die jeweiligen Mitarbeiter gemacht haben. So, jetzt würde ich doch gerne kurz auf das Archiv kommen. Für uns ganz wichtig, Moment, das war jetzt, glaube ich, das Falsche. So, da. Wir haben also
weil wir jetzt schon ja ein paar Jahre dabei sind, ein großes Fortbildungsarchiv. Und in dem können sich die Mitarbeiter ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen können. Ja, so wird es nicht besser. Mach mal den. Hier geht es besser. So. Wir liefern also nicht nur jeweils alle 4 Monate ein aktuelles Magazin mit aktuellen Fortbildungseinheiten, sondern haben natürlich auch ein großes Archiv. Das sind die Themen, die sich seit 2017 sozusagen angesammelt haben. Und auch alle diese Themen können die Mitarbeiter bearbeiten. Das heißt, dieses Archiv ist jederzeit freigeschaltet und verfügbar. Wenn man also ein aktuelles Thema vielleicht nicht ein Thema nicht im aktuellen Magazin findet, dann kann man das zum Beispiel im Archiv nachschauen und auch da diese Themen weiter bearbeiten und jeweils ein Fortbildungszertifikat zu dem Thema machen. Da sind jetzt im Moment 78 Themen dabei. Das erhöht sich natürlich alle paar Monate um 9 weitere Themen, sodass wir wirklich eine ganz große Bandbreite von verschiedenen Themen abdecken, die Mitarbeiter nutzen können und die auch gerne angenommen werden. Wie ich gerade schon sagte, da sind auch vielleicht Themen dabei, zum Beispiel die Pflege muslimischer Gläubiger, die jetzt nicht alltäglich sind und wo man vielleicht anderweitig gar nicht so schnell eine Fortbildung finden würde. Ja, nun würde ich Ihnen gerne unser Fortbildungsmodul selber zeigen. Wir ziehen tatsächlich in dieser Woche auf ein neues E-Learning-System um. Ich zeige Ihnen deshalb schon das neue Programm, aber gehen halt so ein bisschen mit der Zeit und schauen, dass das Ganze noch interaktiver wird, weil wir jetzt ja schon einige Jahre dabei sind. So. Hier sehen Sie jetzt unsere neue Internetseite. Das ist sozusagen die Seite, über die sich die Nutzer einloggen können. Das Ganze funktioniert natürlich auch über ein Smartphone, über die Tablets, PCs oder Laptop. Das heißt, es ist eigentlich egal, von welcher Seite Sie kommen. Die Nutzer brauchen nur einen Internetzugang und können sich dann hier zum Beispiel hier unten einloggen oder auch hier einloggen oder hier einloggen. Als Übersicht finden Sie hier verschiedene Lerneinheiten. Das heißt, wenn man noch nicht Kunde ist, kann man hier sehen, welche Lerneinheiten man machen kann. Hier vorne gibt es auch ein paar Vorteile für Einrichtungen, aber die sind jetzt sozusagen nicht Thema dieser Veranstaltung hier. Hier sehen Sie jetzt eine weitere Möglichkeit, sich einzuloggen. Wenn ich jetzt hier auf Login klicke, dann funktioniert erstmal nichts. Da muss ich nochmal den das Passwort nachtragen. So, hier sehen Sie jetzt unser neues E-Learning-System. Das sieht etwas anders aus, als es bisher war. Wir hoffen, dass das so ein bisschen auch in Rechnung trägt und etwas sozusagen auch die Bandbreite zeigt, die wir anbieten. Als neuer Nutzer kann man hier eine Herzlich-Willkommen-Tour absolvieren mit diversen Lernvideos, um das Ganze kennenzulernen. Das würde jetzt aber, denke ich, etwas zu weit führen. Deshalb klicke ich das mal weg. Man sieht jetzt hier sozusagen das aktuelle Quartal, das heißt die aktuellsten Fortbildungseinheiten, die gerade im aktuellen Magazin zu finden sind. Dann haben wir hier verschiedene Rubriken, zum Beispiel das TK-Management, die Erste Hilfe, die Hygiene, Expertenstandards, Pflegehandlungen, Arbeitsschutz, Pflichtfortbildung, Kinderintensivpflege, Datenschutz, Kommunikation, also ganz viele verschiedene Rubriken, wo man verschiedene Fortbildungsthemen findet, die man sofort bearbeiten kann. Wir hatten damals zusammen mit dem Heimatmungsservice überlegt, dass die Schwerpunkte natürlich darin liegen, dass wir jedes Mal oder häufig das Thema Trachealkanülmanagement aufgreifen aus den verschiedenen Perspektiven. Natürlich auch die Erste Hilfe
in der außerklinischen Intensivpflege. Dann natürlich Themen aus dem Bereich Hygiene, Arbeitsschutz und Datenschutz. Das ist immer so der Bestandteil eines jeden Quartals oder eines jeden Magazins. Wir ergänzen das dann um Themen aus dem Bereich Expertenstandard oder Pflegehandlung, um halt eine möglichst große Bandbreite an Themen zu zeigen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Thema drückt, da bin ich jetzt noch nicht zugelassen, weil das erst tatsächlich morgen veröffentlicht wird, insofern nehme ich mal ein anderes Thema, zum Beispiel die Hautpflege rund um das Tracheostoma. Hier sieht man den typischen Aufbau einer Fortbildungseinheit bei uns, einer E-Learning-Einheit. Wir sehen hier die Einleitung, um was geht es eigentlich. Dann sehen wir hier die Inhalte und Lernziele. Was weiß ich nachher mehr als vorher? Der Autor ist Herr Kuschwitz aus Berlin, sehr bekannter Wundexperte. Dann haben wir unten den Bereich der Fragen, in den ich gleich reingehen werde, und natürlich die Möglichkeit, sich auszutauschen. Das heißt, wir haben ein Forum, da können Fragen an die Experten gestellt werden, da können auch Nutzer untereinander diskutieren und sich über das jeweilige Thema austauschen. Vielleicht noch ganz wichtig, ich sagte ja gerade, man braucht natürlich nicht das Magazin, um sich fortzubilden. Die Lerninhalte stehen auf der einen Seite hier online zur Verfügung. Das heißt, man kann sich hier durchklicken und die verschiedenen Themen anschauen. Und man hat auch die Möglichkeit, sich das PDF anzuschauen. Das ist dann in dem Fall, wenn man zum Beispiel ein Thema sich anschauen will, was ein, zwei Jahre zurückliegt und man das Magazin nicht zur Hand hat oder als neuer Kunde sagt, das Thema interessiert mich, dann kann man sich da einloggen und sich im Notfall das PDF ausdrucken oder das sich halt am Rechner anschauen. So. Wenn ich denn sage, ich bin jetzt gut vorbereitet, dann kann man zu den Fragen kommen. Was wir in den nächsten Wochen ergänzen, sind auch Lernvideos. Da haben wir schon eine Menge gedreht zu zum Beispiel Trachealkanülenwechsel. Die werden dann auch hier zu sehen sein. Was wir weiterhin ergänzen, sind diverse Podcasts, in denen sich die Autoren sozusagen mit uns unterhalten und nochmal auf wichtige Dinge hinweisen. Das ist das, was wir auf jeden Fall ergänzen. Und wir haben viele Einheiten auch in anderen Sprachen dann zur Verfügung, zum Beispiel Englisch oder Russisch, sodass auch Pflegekräfte, die jetzt nicht aus dem deutschsprachigen Sprachraum kommen, sich mal sozusagen damit auseinandersetzen können. Ja, wenn ich dir jetzt sage, ich möchte gerne den Test absolvieren, dann klicke ich hier auf die Fragen, sehe hier nochmal, ich habe 3 Versuche. Es wird der beste Versuch gewertet. Das heißt, ich kann, auch wenn ich beim ersten Mal bestehe und aber sage, ich bin durch eine Frage nicht richtig beantwortet, dann kann ich das nochmal machen, um auch zu 100% zu bestehen, wobei das überhaupt nicht Bestandteil des Zertifikats ist. Auf dem Zertifikat der Nachweis über die eine Stunde Fortbildung, da steht bestanden oder nicht bestanden und da steht nicht dabei, ob man mit 70% bestanden, mit 75% oder mit 80%. Insofern machen das nicht die allermeisten. Ja. Wenn ich jetzt hier auf Test durchführen klicke, dann bekomme ich jetzt hier die erste Frage. Was ganz wichtig ist, wenn hier steht, wählen Sie eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten, dann ist das von unserer Seite der Hinweis, dass tatsächlich auch mehrere Antwortmöglichkeiten richtig sein können. Das heißt, ich kann hier mehrere Antworten anklicken. Ich bin jetzt selber in der Hautpflege rund um das Tracheostoma nicht bewandert. Deshalb habe ich jetzt keine Ahnung, was richtig oder falsch ist. Man kann das auch immer wieder ändern. Ich kann jetzt hier sofort sagen, ich möchte gerne meine Antwort prüfen, dann ist sie abgegeben und ich kann die auch nicht mehr verändern. Dann ist das sozusagen der erste Teil, den ich abgegeben habe. Ich kann aber auch weiter sagen, um dann am Ende nochmal zu überprüfen, wenn ich bei einer Frage vielleicht nicht sicher war und mir überlegt habe, ja, war das jetzt nicht doch das Süßholzwurzelextrakt, was richtig war, oder der Alkohol, dann kann ich nochmal zu dieser Frage zurückgehen und es tatsächlich ändern. Ich kann mich also auch nochmal im Magazin zum Beispiel fit machen, sozusagen den Rat holen. Hier sieht man, pro Frage gibt 12,5 Punkte. Das heißt, wenn ich eine Frage total richtig beantworte, brauche ich 6 Fragen, um über die 70% zu kommen.
dagegen, wenn ich eine Frage ganz falsch beantworte, weiß ich, dass ich bei Beantwortung aller anderen Fragen richtig auf 87,5% komme. Ja, wenn ich die nächste Frage beantworten will, dann klicke ich einfach auf Weiter. Hier sieht man jetzt die nächste Frage, welche Pflegeziele bei der Tracheostoma-Pflege wichtig sind. Und dann kann ich hier beantworten. Ich kann dann, wenn ich jetzt sage, da bin ich mir sicher, dass es richtig ist, wie gesagt, ich glaube, es ist eher falsch, kann ich hier einfach auf Prüfen klicken und sehe hier, dass die Antworten falsch waren. Hier sehe ich das X. Hier sehe ich auch den Hinweis, welche Antworten richtig waren. Hier habe ich jetzt, das sieht man jetzt hier, für die Beantwortung dieser Frage keinen Punkt erhalten. Ich hätte 12,5 Punkte erhalten können, habe aber keinen erhalten, weil ich halt die Frage falsch beantwortet habe. Was uns ganz, ganz wichtig war, gerade wichtig für die außerklinische Intensivpflege, die Nutzer können diesen Test jederzeit unterbrechen. Das heißt, wenn ich gerade dabei bin, ich denke, ich habe eine ruhige Minute, ob das jetzt während einer Nachtschicht ist oder wenn ich dafür eine Stunde Dienstzeit zur Verfügung bekommen habe und es passiert irgendwas, da geht eine Klingel oder da geht ein Alarm, die Nutzer können den Test jederzeit unterbrechen und später weitermachen. Wir wollten also niemanden vor die Frage oder ja, vor die Entscheidung stellen, beantworte ich jetzt noch schnell die Fragen oder kümmere ich mich jetzt um das, was gerade anliegt. Das heißt, die Tests sind jederzeit unterbrechbar und man kann dann an der Stelle später weitermachen. Ja, und klickt sich dann hier erstmal durch die Fragen. Vielleicht als kleiner Hinweis, wenn es hier einen runden Kreis gibt, dann kann man nur eine Frage ankreuzen. Das bekommen die Nutzer sehr schnell raus können dann halt die entsprechend richtige Antwort anklicken. Hier war ich wieder falsch. Also sehen Sie, ich bin da kein Experte, aber wir garantieren, wenn man sich vorher mit dem Thema zum Beispiel im Magazin auseinandergesetzt hat, dann kann man das Thema sehr, sehr gut bestehen. Die Fragen lassen sich alle beantworten, wenn man vorher ein bisschen gearbeitet hat und sich das Thema durchgelesen hat. Und wie gesagt, im Notfall kann man auch immer noch mal ins Magazin schauen und dann verschiedene Fragen einfach noch mal oder sich das noch mal durchlesen, wenn man bei einer Sache nicht sicher ist. Ja, wenn man sich jetzt hier so durchklickt, dann bekommt man am Ende ein Ergebnis. Ich habe entweder bestanden oder nicht bestanden. Der Regelfall ist, dass die Nutzer natürlich bestehen, weil sie sich darauf vorbereitet haben. Und dann erhalten sie sofort ein Zertifikat. Das wird dann in ihrem persönlichen Bereich abgelegt. Hier, das ist jetzt ein Testnutzer, den wir heute ganz neu aufgemacht haben. Deshalb wird es hier keine Zertifikate geben. Die würden hier dann unter meine Zertifikate zu finden sein. Wie gesagt, da gibt es jetzt noch nichts, weil das auch ganz neu ist. Aber da sieht der Nutzer halt alle seine Zertifikate, kann sich die ausdrucken oder einfach da lassen, kann sich die speichern. Parallel werden diese Zertifikate im Auswertungsbereich der Pflegedienstleitung abgelegt, die dann darauf zugreifen kann und sozusagen damit den Nachweis hat, welcher Mitarbeiter was gemacht hat. Welche Frage auch häufiger kommt, ist, man kann sehen sozusagen, wann das Zertifikat gemacht wurde. Das heißt, alle Zertifikate sind mit einem Zeitstempel versehen. Das ist arbeitsrechtlich manchmal von Bedeutung, wenn Mitarbeiter, wenn Pflegeeinrichtungen den Mitarbeitern sagen, wenn ihr das zu Hause macht, könnt ihr dafür eine Stunde Fortbildung euch anschreiben oder wir schreiben eine Stunde Fortbildung gut. Und da gibt es manchmal Diskussionsbedarf, wenn der Mitarbeiter sagt, ich habe das dann gemacht und der Arbeitgeber den Eindruck hat, dass das nicht der Fall ist oder Fall war. Ja, ich kann halt immer zurück auf die Akademie gehen und dann verschiedene andere Tests bearbeiten. In meinem Lernbereich wird hier nochmal auf die Tür aufmerksam gemacht. Wir haben hier einen großen Hilfebereich, weil wir jetzt das neue System umstellen und gerade die Leute, die auf dem alten System waren, die eine oder andere Frage haben. Hier werden auch die bestandenen Zertifikate später abgelegt. Ich kann zum Beispiel eine Tag-Suche starten und sagen, was wurde in letzter Zeit viel
absolviert und kann dementsprechend meine Fortbildungseinheiten auswählen. Ich kann hier oben auch nach Themen einfach suchen. Wenn ich mich mit einem Krankheitsbild beschäftigen will, etc., findet man das da und kann von da aus natürlich wieder die weiteren Fortbildungen absolvieren. Ja, jetzt schaue ich gerade mal im Hintergrund. Ich glaube, ich habe aus meiner Sicht das Wichtigste erzählt. Vielleicht noch als Hinweis, wir machen das Ganze nicht nur für die außerklinische Intensivpflege, das Heft habe ich ja gerade schon hochgehalten, sondern, das habe ich gerade eingangs auch schon erwähnt, wir bieten das auch für die Altenpflege an. Das sieht dann so aus, ist dann tatsächlich für Pflegekräfte, Pflegefachkräfte, Pflegehelfer in der Altenhilfe bestimmt, also mit den entsprechenden Themenschwerpunkten. Wir bieten das Ganze, und das System ist immer wieder das Gleiche, die Themen sind natürlich unterschiedlich, aber der Fortbildungsbereich sieht sehr, sehr ähnlich aus. Wir bieten das Ganze auch für Betreuungskräfte an, die 16 Stunden Pflichtfortbildung absolvieren müssen. Auch da haben wir das entsprechende Angebot. Die Fortbildungsstunden sind alle anerkannt. Und seit neuestem bieten wir das Ganze auch für die Praxisanleiter an. Die müssen ja ab diesem Jahr 24 Stunden Fortbildung verpflichtend absolvieren. Und auch da haben wir uns etwas einfallen lassen und bieten für die Praxisanleiter ein sehr attraktives Programm an. Die erhalten 36 Stunden Fortbildung im Rahmen dieser Magazine und können sich aus diesen Fortbildungseinheiten ihre 24 Stunden oder einen Teil davon, je nachdem wie das intern geregelt ist, damit absolvieren. Vielleicht noch als kleiner Hinweis, für größere Träger bieten wir weitreichende Personalisierungsoptionen an. Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel für die Deutsche Fachpflegegruppe ein Magazin. Das heißt, wir sind also in der Lage, dieses ganze Programm auf die Bedarfe des Trägers zuzuschneiden. Das geht so weit, dass man eigene Fortbildungseinheiten einstellen kann. Hängt so ein bisschen natürlich von der Größe ab und das, was da an Bedarf da ist. Aber uns ist ganz, ganz wichtig, dass die Kunden damit zufrieden sind, nicht nur die Nutzer, sondern natürlich auch der Träger. Und deshalb haben wir verschiedene Optionen sozusagen, das Ganze anzupassen. Gut, dann hätte ich jetzt gesagt, ich habe das erzählt, was ich erzählen wollte und stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank, Herr Wulle. Und dann würde ich gerne direkt an die Runde geben, ob jemand eine Frage hat. Sie können ein Handzeichen machen. Sie können einfach Ihr Mikro aktivieren und loslegen. Wenn dem nicht so ist, hätte ich so 1 bis 5 Fragen auf der Zunge. Frau Wiecher. Ja, ich hätte mal eine Frage. Geht es nur für Firmen, die daran teilnehmen können, oder kann ich auch als einzelne Pflegekraft sagen, ich will? Genau, Sie können als einzelne Pflegekraft ganz einfach sagen, Sie wollen das machen, dann können Sie über unsere Internetseite, da gibt es eine Seite für sozusagen Einzelkunden, da trägt man sich ein und dann steht alles auch für einen Einzelkunden zur Verfügung und man kann die Fortbildungseinheiten genauso absolvieren wie die Mitarbeiter von Firmen. Ja, danke. Bitte. Herr Reuschenbach. Ja, ich war kurzzeitig weg. Vielleicht haben Sie die folgende Frage auch schon beantwortet. Um nochmal auf die Fortbildungsveranstaltung für den Intensivbereich einzugehen, inmitten Ihres breiten Portfolios. Die Inhalte orientieren, also woher kommt die Auswahl der vielen Inhalte? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, Sie haben gesagt, dass die Fortbildung anerkannt ist. Können Sie kurz erläutern, wie dieser Anerkennungsprozess stattfindet und stattfand? Also die Auswahl, die Themensammlung ist tatsächlich so, dass wir unsere Kunden fragen, brennt irgendwo was oder gibt es Themenwünsche? Und tatsächlich haben wir inzwischen einen so großen Kundenkreis, dass da ganz viele Themen zurückkommen. Was wir feststellen, ist natürlich, dass viele Themen häufiger zurückgespielt werden. Das heißt, wenn der Schuh drückt,
an vielen Stellen an derselben, also in vielen Einrichtungen an derselben Stelle, sag ich mal. Und natürlich behandeln wir solche Themen dann prioritär. Wir haben ein großes Expertennetzwerk, verschiedene Experten aus dem Bereich der außerklinischen Intensivpflege. Und dann stellen wir halt sozusagen, wenn ein Thema vorgeschlagen wird, fragen wir unsere Experten, kannst du dir vorstellen, dazu eine Fortbildungseinheit zu absolvieren? Und nach ein bisschen Suchen, manchmal schneller, manchmal weniger schnell, finden wir dann in der Regel einen Experten, der, ich beschreibe dann vielleicht noch kurz den Prozess, der dahinter steht, der schreibt dann oder erstellt dann diese Fortbildungseinheit und dann haben wir ein Gutachtersystem, lassen da verschiedene Experten aus der außerklinischen Intensivpflege draufschauen, natürlich auch aus redaktioneller Sicht und so entwickeln wir so ein Thema dann sozusagen bis es fertig ist und dann wird es veröffentlicht. Wie ich gerade schon sagte, in der außerklinischen Intensivpflege war vor allen Dingen immer die Tracheostoma ein großes Thema, die Erste Hilfe ist ein großes Thema, das heißt, diese Themen sind überrepräsentiert, die kommen häufig vor, aber wir versuchen das halt dann, um verschiedene andere Themen zu ergänzen, die sich zum Beispiel Pflegekräfte wünschen, wo die sagen, das mach doch mal. Ist das, kann ich das ausreichend beantworten, Herr Röschmann? Wunderbar. Zur Anerkennung. Wir sind also mit unserem System als erstes brav zum MDS nach Essen gedackelt, haben das Ganze vorgestellt. Der hat dazu dann, hat das abgenickt und haben dann sozusagen, sind dann auch, das, beziehungsweise das haben die teilnehmenden Einrichtungen gemacht, bei den jeweiligen MDK vor Ort wurde das bei Prüfung vorgestellt. Und insofern können wir tatsächlich davon sprechen, dass es eine bundesweite Anerkennung ist. Das heißt, wir sind in jedem Bundesland inzwischen seit mehreren Jahren vertreten und sind zum Beispiel durch die MDKs anerkannt. Das Ganze ist von der Registrierung beruflich Pflegende auch anerkannt. Und wir freuen uns, wenn dann diverse Pflegekammern da sind oder auch nicht, aber da lassen wir es natürlich auch sofort anerkennen. Also sobald wir eine Stelle haben, die von Bedeutung ist, legen wir das davor und durchlaufen dann diesen Anerkennungsprozess. Wunderbar. Dann haben wir eine Frage vom Herrn Spohr. Ja, hallo. Herr Spohr. Ist, glaube ich, schon ein Teil beantwortet worden, aber für registrierte Pflegekräfte gibt es auch Fortbildungspunkte. Oder gibt es die nicht? Doch, für die registrierten Pflegekräfte gibt es auch Fortbildungspunkte. Das heißt, die können sich alle bei der Registrierung beruflich Pflegen da sozusagen da anerkennen lassen. Wir haben ja in verschiedenen Bundesländern auch unterschiedliche Systeme. Das heißt, in Hamburg müssen die auch ihre Punkte vorzeigen, beziehungsweise das macht die Einrichtung für die. In Berlin ist es, glaube ich, ähnlich. Da gibt es so einen, ich sag mal, Flickenteppich, föderalen Flickenteppich. Aber das läuft überall gleich am Ende. Und wir haben noch nicht einmal, also das Problem gehabt, dass wir keine Anerkennung bekommen haben. Danke. Bitte. Dann die Frau Pongratz, bitte. Ja, hallo, Ingeborg Pongratz von der Curadimic Akademie. Sehr spannend und das mit der Anerkennung ist sicher ein Thema, das gerade Bildungsanbieter ja immer so ein bisschen unter die Nägeln brennt. Und ich habe gesehen, Sie bieten auch Reanimationsschulungen an. Wir haben das zumindest als Thema dabei, ja. Verstehe ich das richtig, dass dann die Reanimationsschulung als E-Learning den Teilnehmern angeboten wird und das als zweijährliche Pflichtfortbildung dann praktisch auch von Kassen, MDK anerkannt ist, ohne praktische Übung? Ah, das ist der Teil, wo es dann wirklich wo es überhaupt nicht einheitlich geregelt ist. In der Regel ist das ja so, dass dass es in den verschiedenen Bundesländern Vorgaben gibt über je nach 6 Stunden alle 2 Jahre oder 8 Stunden. Da habe ich schon die unterschiedlichsten Zahlen gehört. In der Regel kommen wir nicht auf diese Stunden oder Themen in den 2 Jahren. Insofern ist das sozusagen als Fortbildungseinheit schon anerkannt, aber ganz häufig bekommen wir die Rückmeldung, dass die Prüfer dann da noch sozusagen einen Teil vor Ort erwarten, sodass man das, dass viele Einrichtungen machen das zum Beispiel Hand in Hand und sagen so,
Wir machen einen theoretischen Teil im E-Learning und setzen uns dann zusammen und machen den praktischen Teil hier an der Puppe oder wie man das ausdrücken will. Ja, das würde ich gerne ergänzen, weil das war auch immer für uns die Komplikation. Also die Theorie kann man natürlich, sag ich mal, digital, online wunderbar machen, aber für die Praxis, und das ist für die Reanimation, ist ja für die Tracheostomie genauso wie andere PEG-Versorgung, Verbandswechsel. Also es ersetzt nie komplett die Fort- und Weiterbildung, aber es ist eben eine sehr gute Ergänzung und ich meine, viele haben ja wirklich wahnsinnige Mühe mit der Administration ihrer ganzen Fortbildungspflichten. Wenn sie einen großen Betrieb haben mit ein paar hundert Mitarbeitern, dann müssen sie da schon ein paar Vollzeitstellen verschaffen. Und das Schöne ist, dass sie auch mit dem Tool die Möglichkeit haben, als, sage ich jetzt mal, Vorgesetzte oder Vorgesetzter zu schauen, wer hat seine Fortbildung gemacht, wie viele fehlen noch und ihn auch dann daran zu erinnern, dass er das bitte machen möchte. Also es ist auch, sage ich jetzt mal, für die Arbeitgeberseite eine deutliche Erleichterung im Administrieren, aber später auch für den MDK im Nachweisen der Fortbildungspflichten. Gibt es noch Fragen? Ja, dann waren Sie schon mal sehr überzeugend, Herr Muhle. Und dann würde ich direkt weitergeben an den lieben Dr. Alexander Schwandt. Alexander, dann ist jetzt das Wort an dir und bitte auch deinen Bildschirm freigeben. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank auch an meinen Vorredner. Jetzt ist natürlich das Feld komplett gesät. Ich kann da nahtlos dran anknüpfen. Maria hatte das so sehr schön schon anmoderiert. Man kennt mich aus der Kinderintensivpflege. Tatsächlich bin ich seit 8 Jahren in der außerklinischen Kinderintensivpflege aktiv mit mehreren Kinderintensivpflegediensten. Und wir haben in Summe knapp über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wie Christoph gerade so schön gesagt hat, wir sind genau an dieses Problem gestoßen, dass die Administration und dass unsere Fortbildungen ein riesengroßes Thema für uns geworden sind, weil es halt in der Dezentralität und in der Qualität, wie wir uns das vorstellen, fast unmöglich ist, die Leute alle da mitzunehmen und da zu qualifizieren, wo wir sie eigentlich hinqualifizieren wollen. Und deswegen, ich sage mal an der Stelle, wir sind kein Verlag, aber aus der Pflege, für die Pflege, haben wir vor 2 Jahren ein weiteres Unternehmen gegründet, die Smart Healthcare Solutions GmbH, wo ich Geschäftsführer bin. Und ich würde Ihnen jetzt im Folgenden einmal vorstellen, was wir uns zum Thema E-Learning ausgearbeitet haben und vorstellen und was wir in den letzten 1 Jahr, 12 Monaten mit einem sehr großen Team auf die Beine gestellt haben. Ich teile mal meinen Bildschirm. Wird es zu sehen. Wunderbar. Also, ganz grundlegend, und das treibt mich als Geschäftsführer von Pflegediensten natürlich immer wieder tagtäglich um, ist die Frage der Qualitätssicherung und Qualifizierung in der Pflege und wie können wir digitale Fortbildung dafür nutzen. Das größte Thema, was wir haben, und ich glaube, da stimmt mir jeder zu, der in der Pflege aktiv ist, wir müssen achtsam sein. Wir müssen also Achtsamkeit erzeugen und wir müssen die Aufmerksamkeit dahin lenken, wo die Inhalte sind. Und wir müssen die Leute dort mitnehmen und wir müssen sie dort abholen, wo wir sie erreichen können und dafür sorgen, dass wir die Verantwortung in der Pflege gerecht werden, um Qualifizierung und Qualitätssicherung auch sicherstellen zu können. Aus diesem Thema Achtsamkeit haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das in die Fläche und wie kriegen wir das kombiniert mit dem ganz großen Thema der Digitalisierung. Die Zukunft der Pflege liegt in der Digitalisierung und wir haben uns überlegt vor 1,5 Jahren, wie können wir diese Chancen nutzen und wie kriegen wir es hin, dass wir individuelle Fortbildungen und individuelle Inhalte zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen. Das heißt, wie können wir das ganze Thema Fortbildung und Qualifikation in der Pflege smart gestalten? Und wenn man das Ganze kombiniert, ist genau das Thema daraus geworden, Achtsamkeit und Digitalisierung wurde zu Smartware. Unsere Antwort für das Thema digitale Fort- und Weiterbildung in der Pflege
Und wie Maria das so schön gesagt hat, wir haben eine Landingpage gebastelt. Für alle, die sich mal umschauen wollen, was Smartware ist, es gibt eine direkte Mike-Page dazu. Da haben wir einen ganzen Online-Kurs direkt auch online gestellt aus unserer E-Kurs-Bibliothek. Was das im Detail aber alles bedeutet, werde ich dann gleich Ihnen auch nochmal präsentieren. Das Problem, warum wir in der Pflege nicht um digitale Lösungen drumherum kommen, ist die Struktur unseres Marktes und die Struktur unserer täglichen Arbeit. Ja, unsere Schwestern sind draußen am Patienten, ambulant unterwegs. Wir haben jetzt keine stationäre Einrichtung und insbesondere, wenn man Touren fährt oder wenn man zu Hause bei den Kindern zu Hause unterwegs ist und da die Pflege übernimmt, hat man natürlich das Thema, dass man die Mitarbeiter schwer erreicht. Und der Markt der Pflege steht vor riesengroßen Herausforderungen und deswegen schulen im Moment auch immer noch 90% der Unternehmen ihre ganzen Mitarbeiter analog. Qualifizierung ist eine der Hauptherausforderungen, denn wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel, das muss ich hier in diesem Kreise niemandem sagen. Und wir müssen tatsächlich schauen, wie wir es hinbekommen, durch Qualifizierung diesen Fachkräftemangel auch zu reduzieren. Und Fort- und Weiterbildung sind Pflicht. Das heißt, es ist in unserer Branche jetzt nichts, wo man sagt, okay, nice to have, wir schauen mal, sondern es ist verpflichtend und es gibt auch erhebliche Strafzahlungen in den Zusatzvereinbarungen für die außerklinische Intensivpflege, wenn man seine Fortbildungsstunden nicht erbringt. Jetzt braucht es eine Lösung und da fand ich das, was Herr Muhle schon vorgestellt hat, schon praktikabel, weil die meisten Unternehmen sind einfach viel zu klein, um sich was Eigenes aufzubauen. Ja, 60% aller Unternehmen in der Pflegebranche haben ca. 20 Mitarbeiter und nicht mehr. Das heißt, man braucht eine einfache Lösung, die leicht zu distribuieren ist und die auch umfassend ist, weil nicht jeder kann mit 1000 verschiedenen Tools arbeiten und sich damit beschäftigen. Letztendlich geht es ja darum, die Zeit zu den Patienten zu bringen und nicht in den Fortbildungen zu versacken und im Büro irgendwie zu sitzen. In Zeiten der Corona-Pandemie natürlich auch, Senkung der Infektionsrisiken. Es geht natürlich auch hier darum, dezentrale Angebote zu schaffen, um eine Lösung für Präsenzzeitenreduktion auch zu ermöglichen. Wir sehen hier die Krankenhäuser in der kurzen Grafik. Es gibt halt wenige Krankenhäuser mit sehr vielen Mitarbeitern, 2000 Krankenhäuser mit 552.000 Mitarbeitern, aber auch der ambulante Sektor insbesondere mit 13.500 Unternehmen, da sieht man, wie kleinteilig das ist, mit 265.000 Mitarbeitern. In Summe sind es 1,2 Millionen Mitarbeiter, die geschult werden müssen und die qualifiziert werden müssen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie sich das Spektrum erweitert, reden wir ja noch über viel mehr Mitarbeiter, die Basisqualifikationen brauchen und auch qualifiziert werden müssen. Unsere Lösung dafür, und das knüpft da ein Stück weit an, wir haben mit einem großen Team und mit sehr viel Geld und dankenswerterweise auch der Unterstützung der Stadt Hamburg, die als Eigenkapitalgeber mit aufgetreten ist, eine neue Komplettlösung geschaffen. Eine E-Learning-Plattform, bestehend aus einem Lernmanagementsystem, einer App-Variante, einer Lern-App, voll funktionsfähig und mobil überall verfügbar und einer digitalen Kursbibliothek, die, ähnlich wie Herr Muhle schon gesagt hat, natürlich alle wesentlichen Themen umfasst, Expertenstandards, Pflichtunterweisungen, Fachfortbildung, aber auch Spezialthemen der außerklinischen Intensivpflege, wie spezielle Krankenbeobachtung oder hier zum Beispiel, weil es ja auch mein Home-Turf ist an der Stelle, das ganze Thema Kinderintensivpflege, Kinderkrankenpflege und Pflegestandards für die außerklinische Kinderkrankenpflege. Das Ganze ist förderfähig, natürlich über das Pflegepersonalstärkungsgesetz und die Digitalisierungsförderung. Von daher ist es, glaube ich, der richtige Moment, das Thema auch zu starten. Und was ganz entscheidend für uns ist, wir haben eine Plattform entwickeln wollen und ein Fortbildungstool, was die Möglichkeit bietet, immer wieder in die Reflexion zu gehen. Weil wenn wir über Qualifizierung sprechen und wenn wir über Qualifikation sprechen, dann ist ein Thema ganz, ganz wichtig, nachhaltiges Lernen und Verstehen. Dafür braucht es Reflexion. Ich erzähle Ihnen jetzt alles niemals was Neues. Der PDCA-Zyklus ist allen bekannt. Wir haben uns den aber, so einfach er ist, auf allen Ebenen zunutze gemacht. Denn worum geht es? Die Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie stehen,
eine Planung aufzusetzen, jemanden Inhalt zu vermitteln, natürlich sofort zu reagieren und zu gucken, habe ich das verstanden, und ihm ein qualifiziertes Feedback zu geben mit Erklärtexten, erweiterten Erklärtexten, um dann wieder hineinzugehen in die Vertiefung, ins Vertiefungslernen. Das heißt, wir haben uns ein Konzept überlegt, hatten da Medizinpädagogen, Professor Berger aus Hamburg war mit dabei, haben ein lerndidaktisches Konzept aufgebaut und haben immer wieder dieses Wiederhollernen, dieses Microlearning, Lerneinheiten, verdaubare Lerneinheiten geschaffen, mit denen man sich sehr komplexe Inhalte teilweise sehr, sehr gut erarbeiten kann und auch erklärt bekommt. Wir folgen dabei einem sehr spannenden Ansatz des Edutainments. Nichts ist, ich sag mal, aus meiner Zeit auch noch, als ich an der Hochschule doziert habe, nichts ist mehr gefestigt in Studien, als dass die Aufmerksamkeitsspanne nach 20 Minuten radikal sinkt. Egal wie spannend die Vorlesung ist, egal wie spannend der Dozent ist, nach 20 Minuten sinkt die Aufmerksamkeitsspanne rapide. Ich habe jetzt also auch nur noch 13 Minuten, um das Wesentlichste voranzubringen. Aber das sind einfach Fakten. Und sich so lange zu konzentrieren, die durchschnittliche Konzentrationsspanne im Moment liegt bei der normalen Bevölkerung bei 4 Minuten. Das heißt, das Thema Edutainment, das heißt, die Leute mit Inhalten zu trainieren, zu schulen, die sie auch wirklich gut verdauen können, die in ihren Lebensalltag passen, die in ihren Medienkonsum, in ihre Medienvielfalt passen. Das ist elementar. Und deswegen haben wir eine digitale Kursbibliothek aufgebaut, die natürlich die Expertenstandards umfasst, die Fachvorbildung, die Pflichtunterweisungen, und haben mehr als 300 Erklärvideos animiert, programmieren lassen von Mediendesignern, von Medizinpädagogen, und haben über Drehbücher, Vertonung, professionelle Sprecherinnen Podcasts aufgenommen. Wir haben Fallbeispielvideos aufgenommen. Nichts ist eindrücklicher als Storytelling. Das heißt, wir wechseln auch immer wieder lerndidaktisch zwischen Impulsreferaten und ich sag mal Theorievermittlung und Fallbeispielvermittlung. Dazu gibt es die Podcasts für alle, die Touren fahren, können sich das im Autoradio anhören. Es sind dieselben Lerninhalte nochmal anders vermittelt. Wir haben mehr als 600 Lern- und Kontrollfragen, die mit einem Algorithmus natürlich jederzeit sich variieren in der Variation der Rangfolge, der Reihenfolge, der Sequenzen. Wir haben über 100 Begleitdokumente und zusätzliche Erklärungen. Das, was Herr Muhler auch schon so gut vorgestellt hatte, es geht halt auch darum, nicht nur Wissen einmal zu vermitteln und abzufragen, sondern es geht darum, auch wenn eine falsche Antwort gegeben wird, natürlich gleich nachzusteuern und die Erklärung noch einmal zu liefern, und zwar genau an diesem Punkt, um dann das Lernen auch möglich zu machen. Wir sind natürlich auch registriert bei der Registrierung für beruflich Pflegende, und wir sind in Kooperation mit dem Bundesverband der häuslichen Kinderkrankenpflege, wo Stefanie Zang als wissenschaftliche Beraterin natürlich auch unsere Kinderexperten oder unsere Kinderpflegestandards mit begutachtet hat und auch mitentwickelt hat. Der Bundesverband für häusliche Kinderkrankenpflege ist einer der ersten Verbände, der schon sehr zeitig in der Corona-Krise an uns herangetreten ist und uns gebeten hat, mit ihnen gemeinsam Ideen und Inhalte zu vermitteln und zu erarbeiten, um halt diese Qualifizierung in der außerklinischen Intensivpflege auch in Corona-Zeiten pandemiesicher anbieten zu können. Unser digitaler Ansatz, der sich jetzt medial ein bisschen unterscheidet zum Vorredner, ist nicht aus der Luft gegriffen. Die aktuelle Studie vom MBB Trendmonitor 2020 zeigt ganz deutlich, dass videobasiertes Lernen im YouTube-Style an der Stelle tatsächlich einer der dominanten Entwicklungsfaktoren für die Zukunft ist und auch einer der großen, großen Weiterbildungs- und Ausbildungsthemen. Und deshalb, aber nicht nur deshalb, haben wir uns auf dieses Format auch spezialisiert. Wir reden hier von Learning Nuggets mit permanenten Wiederholen lernen zur Wissensvermittlung. Das heißt, es gibt kleine Lerneinheiten. Da kann man sich wirklich, wie Maria so schön sagte vorhin, in der U-Bahn oder im Bus in 3 Minuten 40 nochmal ein ganz kurzes Video anschauen. Macht dann einen kurzen Zwischentest mit 3, 4, 5 Fragen. Und ich kann es aus der eigenen Perspektive sehr gut, jetzt bin ich auch kein Medizindoktor,
aber ich habe jetzt so oft das Thema Dekubitus-Prophylaxe mir selber angehört in den Videos, ich kann das Thema Scherkräfte und Druckkräfte gar nicht mehr vergessen, weil es sickert einfach langsam in den Kopf hinein. Und wir haben die Animation als das Mittel der Wahl für uns entdeckt, weil es sehr, sehr viele Vorteile hat. Und auch zum Thema Digitalisierung. Wenn man die Digitalisierung konsequent nutzt, dann ist sie unschlagbar mächtig. Ein ganz, ganz aktuelles Beispiel, der neue Expertenstandards für Schmerzmanagement ist vor 4 Wochen rausgekommen. Er ist heute bei uns vor 2 Stunden online gegangen und steht jetzt allen zur Verfügung. Kommt der MDK und fragt, haben Sie den neuen Expertenstandard Schmerzmanagement schon umgesetzt? Kann jeder, der mit Smartware arbeitet, sagen, ja klar, ist online, ist schon geschult oder wird gerade geschult. Es geht halt rasend schnell und das ist auch genau der Punkt, warum sich die Digitalisierung so massiv durchsetzen wird aus unserer Sicht der Dinge, die Zeitverzögerung entfällt. Die Informationen, die wir verarbeiten, die Informationen, die schnell verarbeitet und transformiert werden kann, auch in diese Lernvideos und Lerneinheiten, ist sofort für jeden verfügbar. Und damit auch unschlagbar schnell, weil ansonsten würde man Trainer ausbilden müssen, man macht Termine und fängt dann an, nächstes Jahr im Januar, Februar, März, April, diese Expertenstandards, wenn man sie durchgearbeitet hat, eigenständig als Unternehmen, dann zu implementieren. Wir haben auf einmal einen ganzen Kurs Fachfortbildung, spezielle Krankenbeobachtung als Beispiel auf die Homepage gestellt, bei uns unter dem /Mike als Seite. Da kann man sich mal anschauen, wie das ganze Thema professionell umgesetzt ist. Sie sehen auch hier die Lernvideos, Längen 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten. Es gibt zu jedem einzelnen Thema natürlich Erklärtexte dazu, sodass man weiß, was einen erwartet. Es gibt dann immer wieder Zwischentests und zum Schluss gibt es dann Abschlusstests. Und das Ganze wird gelernt, einerseits auf einer Online-Plattform, aber das dominante Mittel der Wahl und das, was jeder in der Hand hat, wenn man nicht gerade eine Zeitschrift in der Hand hat, ist natürlich ein Handy. Ja? Jeder hat permanent ein Telefon am Mann. Die Zeiten, es ist das absolut dominante Technologie-Endgerät unserer Zeit. Und deswegen haben wir uns sehr früh für eine Lern-App entschieden. Man sieht, mal nur beispielhaft gesprochen, natürlich gibt es auch hier Gutschriften von Punkten, die man erzielen kann. Wir haben die Lerninhalte, die man sich als Video auch alle gleichzeitig runterladen kann. Man braucht also nicht die ganze Zeit Internet und Verbindung. Man kann es auch einmal runterladen und die App ist vollständig offline-fähig. Mal Erklärung dazu, man kann zwischendurch Wissenstests ablegen. Das heißt, man kann sich trainieren und am Ende einen Abschlusstest erzeugen und das nennt sich dann Zertifikat oder Zertifizieren. Und dann muss man auch 80% bei uns richtig beantworten, so dass man dann ein Zertifikat bekommt. Und das, was ich gerade schon meinte, wenn man im dritten Screenshot hier einmal falsch agiert und falsch kriegt, es natürlich gleich die Möglichkeit, sich eine Erklärung und eine ergänzende Erklärung nochmal anzuschauen, sodass dieses Thema Wiederholenlernen und Vertiefen auch wirklich an allen Ebenen und Ecken implementiert ist. Sehr spannend das Thema der Fortbildungsplanung, weil das eine Thema ist ja, den Leuten etwas zur Verfügung zu stellen und im Sinne von Plan, Do, Check und Act geht es natürlich nicht nur darum, Leute zu sagen, lern das mal bitte und ich frage nicht nochmal nach, sondern wir haben eine Fortbildungsplanung neu gedacht, die, muss ich ehrlich gestehen, uns selber überrascht hat in den Möglichkeiten am Ende. Man denkt nicht digital und wir denken alle noch nicht hundertprozentig digital. Wir haben einen Fortbildungskalender im Google-Style natürlich gebastelt, sodass man leicht mit Drag and Drop die Termine verschieben kann. Man kann alle Termine da drin implementieren. Man kann die einzelnen Kurse, die E-Kurse erstellen. Man kann eigene Termine erstellen für analoge Schulungen. Das heißt, ich habe ein System, mit dem ich meine ganze Fortbildungsplanung machen kann und natürlich MDK-konform den Fortbildungsplan ausbaue. Uns ist aufgefallen, und das war für uns wirklich ein Thema, wo wir dachten, das ist game-changing. Ja, wenn wir über Qualifizierung sprechen und Qualitätssicherung in der außerklinischen Intensivpflege. Wir haben uns gelöst von Kursen. Wir haben immer noch gedacht in Kursen. Aber es gibt gar keinen Grund mehr, in Kursen zu denken. Wir haben
alle Pflicht- und Fachfortbildungen und zusätzliche Fortbildungen im Portfolio. Und wenn ich einen Mitarbeiter habe, im Mitarbeitergespräch, und ich merke, der hat ein Problem mit spezieller Krankenbeobachtung oder mit Dokumentation oder mit Tracheostoma, warum teile ich ihm dann nicht diesem einen Mitarbeiter einen Kurs zu und sage, du hast jetzt 3 Wochen Zeit, das zu wiederholen? Undenkbar, wenn man in Strukturen der analogen Welt denkt, aber an der Stelle wirklich game-changing, weil ich kann alle Barrieren, alle Grenzen sprengen und sagen, ich individualisiere meine Fortbildung, meine Qualifikation und meine Qualitätssicherung auf jeden Mitarbeiter. Und es spricht nichts dagegen, 130 Kurse anzulegen und zu planen und jeden individuell. Ich habe, hier sehe ich oben eine Mitarbeiterplanung und ein Berichtswesen. Ich sehe natürlich in Echtzeit, jederzeit, wie weit ist mein Mitarbeiter. Ich sehe in jeder Zeit, wann hat er sein Zertifikat abgeschlossen. Ich habe natürlich eine Dokumentation aller Zertifikate in der Vergangenheit. Ich habe meine Fortbildungsstunden im Berichtswesen. Und ich kann natürlich jederzeit auch sehen, ich habe 26 Sollstunden geplant und er ist erst bei 12. Ich habe also noch diverse Stunden offen und muss nachplanen. Ich kann also völlig individuell auf die Bedürfnisse und auf die Qualifikations-Input-Stand meiner Mitarbeiter sehen, wie ich die Leute schule und weiterqualifiziere. Und das, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatten wir selber gar nicht auf dem Schirm, aber es ist wirklich an der Stelle sehr mächtig und auch machbar. Ja. Davon abgesehen, dass wir natürlich die großen Kurse und die wichtigen Themen alle, ja, ich sag mal, Netflix trifft Pflege im Netflix-Style, die jeder, der sich mit Kursbibliotheken auskennt, weiß, oder mit Amazon Prime und Netflix, wir haben das einfach mal adaptiert, weil warum gute Dinge nicht auch übernehmen? Man hat immer eine Kurzübersicht, man hat die Podcasts in der Schnellansicht, man sieht die Inhalte jeder einzelnen Rubrik und ich habe oben meine Favoriten, die ich hinzufügen kann, sodass wir wirklich unser Wissen optimieren können und auch hier wieder die Entscheidung, ganz strikt digital zu gehen. Es ist schwer auszudrücken, aber eine selbstlernende Kursbibliothek wäre zu viel gesagt. Aber wenn uns irgendetwas auffällt und wir ein Feedback bekommen, ja, es ist von Experten entwickelt, von Medizinpädagogen sind die Drehbücher geschrieben, es ist mit Mediendesignern umgesetzt, aber sollten wir trotzdem irgendwo einen kleinen Schnitzer drin haben, wird uns das zurückgemeldet und wir haben das innerhalb von 2 Minuten ausgetauscht, geändert oder geregelt. Das heißt, wenn sich etwas ändert an den Inhalten, sind wir sehr, sehr schnell, wie zum Beispiel bei dem Expertenstandard Schmerzmanagement, das Thema auch online zu bringen. Und wir sind mit Schmerzmanagement jetzt schon online. Und somit können wir natürlich das Wissen optimieren. Und wir haben keinen Zeitverzug. Und es ist, und so haben wir es programmiert, es ist auch gleichzeitig in Echtzeit auf allen Endgeräten verfügbar. Das heißt, ändern wir einen Kurs, ändert sich die Welt da draußen und ändern sich die Inhalte. Und das ist Digitalisierung in Reinform und das ist Digitalisierung, wie sie am mächtigsten wirkt, indem sie zeitgleich sozusagen die Stärken überall ausspielt. Dazu kommt natürlich, und das ist so ein Thema, was wir gerade eben hatten, das ist die unscheinbarste Folie, aber ganz offen gesprochen die mächtigste. Denn das ist 100% Individualität. Das eine Thema ist, und das ist so ein Pferdefuß der digitalen Online-Geschichten, es ist natürlich immer standardisiert. Das heißt, wir können nicht auf jeden einzelnen Aspekt jedes einzelnen Unternehmens eingehen. Aber das wollen wir und das brauchen wir. Weil wenn ich den MDK befrage und wenn ich den MDK nachweise, so schön das ist, ein Expertenstandard, fragt er mich, haben Sie den Expertenstandard bei Ihnen in der Firma implementiert? Hand aufs Herz. Lege ich ihm eine Liste vor und zeige ihm, hier haben alle Mitarbeiter unterschrieben, sie arbeiten danach, sagt der MDK, Dankeschön. Reicht mir. Das kann aber nicht wirklich der Anspruch sein. Also, haben wir den Anspruch, dass die Mitarbeiter das gelernt haben und verstanden haben, geben wir ihnen den Kurs frei und lassen sie das, was man normalerweise nicht lernen kann, auch ein RKI-Standard für Hygienemanagement kann sich keiner durchlesen und wirklich verinnerlichen. Lasse ich Ihnen das lernen, ist es die eine Dimension und füge ich jetzt, weil die Frage ist natürlich immer, wie implementiere ich es in meinem Unternehmen? Füge ich jetzt eigene Themen hinzu, eigene Dokumentationen aus meinem Unternehmen, aus meinem QMH, Beispiel meine eigene Dokumentation zum Thema Schmerzskala, kann ich hinzufügen
in meinem individuellen Bereich, in meinem individuellen E-Learning-Bereich, kann ich als Datei hochladen und kann sie als begleitenden Kurs, zum Beispiel zum Thema Expertenstandard Schmerz, hinzufügen. Und sobald ich jetzt meinen Expertenstandard Schmerz begleitenden Kurs von Smartware ausspiele, kommen meine begleitenden Dokumente individuell von meiner Firma aus meinem QMH natürlich völlig datenschutzkonform für meine Mitarbeiter sichtbar auf deren Apps. Und ich kann an der Stelle ganz neue Möglichkeiten andenken. Und so schlicht sie aussieht, das ist eine der mächtigsten Waffen und der mächtigsten Tools, die wir entwickelt haben, weil das ermöglicht eine ganz andere Art der individuellen und auch unternehmensspezifischen Qualifizierung mithilfe unserer Online-Kurse, aber auch unseres Lernmanagementsystems und des ganzen Lernmanagements-Kursbibliothekssystems. Ich kann begleitende Kurse machen, ich kann aber auch ganz eigene Kurse machen. Wir haben letztens gerade eine Fallbesprechung bei uns gehabt, wo wir eine Physiotherapeutin eingeladen haben für ein Kind. Die hat uns spezielle Handgriffe gezeigt. Das haben wir kurz gefilmt, dann 3 PDFs mit der Theorie dazu gepackt und haben nur für diese Mitarbeiter, wieder völlig unabhängig von irgendwelchen Restriktionen und Grenzen, für diese Mitarbeiter einen eigenen Kurs erstellt und allen Mitarbeitern, die in diesem Team arbeiten, die Handgriffe für die Physiotherapie und für die Bewegung und Mobilisierung dieses Kindes zur Verfügung gestellt. Letztens war ich im Elterngespräch und die Eltern haben leider Personalfachkräftemangel, auch immer wieder neue Mitarbeiter, die sie selber einarbeiten. Und da hatten die Eltern schon kleine Lernvideos von sich aus gedreht, die sie, wie der Alltag und der Arbeitsalltag aussieht. Da haben wir jetzt kurzerhand einen eigenen Kurs für diese Eltern erstellt und haben die den Mitarbeitern freigegeben. Wenn ein Mitarbeiter zu einem neuen Patienten geht, kann man patientenspezifische Kurse erstellen und kann sie den Mitarbeitern mit den Hauptinformationen, mit den von mir aus Epilepsieprotokollen, mit den TK-Besonderheiten, die ganzen Informationen den Mitarbeitern im Vorfeld zur Verfügung stellen, sie qualifizieren und sie fit machen für das ganze Thema, für den Arbeitsstart. Also auch das Thema Onboarding komplett zu digitalisieren. Das heißt, das ganze Thema Aushändigen von Dokumenten lässt sich über dieses Lernmanagementsystem, über die App, auf die mobilen Endgeräte der Mitarbeiter einfach ausspielen. Und da verbleibt es natürlich. Die können es daraus nicht entfernen. Die Kurse und die Inhalte bleiben alle innerhalb dieses Konstruktes. Und ich hatte sehr spannende Gespräche in letzter Zeit. Und ich denke, da geht die Reise dann wirklich hin im Rahmen der Digitalisierung zum Thema digitale Nachsorge mit Benjamin Grolle und der DIGAP, das ganze große Thema Laienpflege in der Intensivpflege. Es ist ein wirklich zweischneidiges Thema. Einerseits sehe ich die Eltern bei uns, mögen sie Marketingchefin von Google sein, mögen sie eine Bäckersfrau sein, sie lernen mit der Beatmung ihres Kindes umzugehen. Sie lernen mit dem Krankheitsbild ihres Kindes umzugehen. Aber auch da bedarf es natürlich Schulung, Anleitung zur Behandlungspflege. Und wir besprechen gerade, wir entwickeln gerade, wir reden gerade darüber, wie man natürlich auch diese ganze Gruppe der Laienkräfte, der Eltern, der Angehörigen mit schulen kann in diesem Edutainment, in diesem unterhaltsamen, aber trotzdem natürlich wissenschaftlich fundierten und sehr strukturierten Wissensvermittlungsprozess, sie daran führen und damit, ich sag mal, immer wieder die Achtsamkeit, immer wieder die Notwendigkeit, immer wieder die Awareness zu schaffen, zu sagen, okay, Pflege macht sich nicht einfach so, sondern ich weiß, worauf ich zu achten habe, ich weiß, was ich zu tun habe. Und nochmal 5 Jahre weitergedacht, es spricht natürlich auch gar nichts dagegen, mit den großen Service-Providern und Virtual-Reality-Einweisungen natürlich mein Smartphone so zu nutzen, wie es sehr, sehr gut funktioniert. Es gibt unglaublich tolle Apps, die Virtual-Reality schon funktionieren. Und wenn ich über mein Beatmungsgerät scanne mit meiner Kamera und er mir sagt, welche Knöpfe für was verantwortlich sind oder ich eine Kurzeinweisung bekomme, ersetzt das nicht die Einweisung vor Ort und nicht die Nachfrage über einen Chat oder über ein Feedbackgespräch. Aber es vermittelt die Grundlagen und zwar in einer Art und Weise, die auch eindringlich sind und die auch nachhaltig wirken. Und das ist der Ansatz, den wir verfolgen. Ich habe jetzt nur die
die groben Sachen vorgestellt. Ich will jetzt nicht in das Berichtswesen bis ins kleinste Detail einsteigen, um jetzt zu zeigen, was das Tool alles auch noch kann. In Echtzeit natürlich reporten, wer hat was gemacht. Es gibt automatisierte Benachrichtigungen, weil Lernen heißt auch immer wieder, ja, Plan, Do, Check und Act, immer wieder zu schauen, wo stehe ich, bin ich noch im Soll, kann ich es eigentlich noch erreichen. Es gibt automatisierte Nachrichten, wenn man den Kurs nicht begonnen hat. Es gibt automatisierte Nachrichten, um auch die Fortbildungsadministration zu unterstützen, ja? Dass ich nicht jedes Mal gucken muss, wie weit ist jetzt jeder einzelne Mitarbeiter. Wenn ich nach 50% der Zeit nicht 50% der Inhalte schon mir angeschaut habe, kann man natürlich schon mal Hallo sagen und schon mal Achtung rufen, sodass man auch da einfach zu einem System kommt, wo die Mitarbeiter an der Stelle auch konstruktiv nach vorne geleitet werden. Aber ich muss gestehen, aus unseren Erfahrungen und aus den Pflegediensten, die schon implementiert haben, wir haben weniger die Diskussion, ich will es nicht machen, sondern wir begrenzen eher, was sie machen dürfen, weil es natürlich alles fortbildungsrelevante Stunden sind und wir natürlich jetzt nicht 50 Stunden rausschmeißen oder rauskloppen jedes Jahr, sondern es geht natürlich auch darum, und das ist das Feedback, wir haben, die Mitarbeiter würden gerne viel, viel mehr lernen und wir sagen, schaut euch das gerne alles an, aber wir müssen leider eure Fortbildungsstunden bei 30 dann auch deckeln, weil mehr kriegen wir von den Krankenkassen nicht vergütet, aber im Jahr und von daher, aber sie haben Spaß dran und von daher nutzen sie es auch freiwillig. Und ich kann nur jeden einladen, ich sage mal, diese Variante der Qualitätssicherung und Qualifizierung in der Pflege durch diese digitalen Fortbildungen auch zu nutzen. Ich sage mal, die Zukunft ist heute schon da und sie kann heute auch schon starten. Und von daher hoffe ich, Ihnen da einen kleinen Einblick gehabt zu haben, was heutzutage jetzt schon möglich ist in der Thema Digitalisierung und Fortbildung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, lieber Alexander. Da würde man jetzt drunter schreiben, wow. Ich habe natürlich, ich kenne dich ja als Unternehmer. Du unternimmst immer was, wenn du ein Problem siehst und denkst die Dinge, Gott sei Dank, groß. Ich erinnere mich nicht mehr. Wie lange habt ihr daran entwickelt? Hast du das gesagt vorhin? Also wir haben vor zweieinhalb Jahren die Idee entwickelt und haben vor 2 Jahren gegründet und haben jetzt knapp 12-14 Monate intensiv mit einem Team von bis zu 10 Leuten daran gebaut. Okay. Das kannst du mir ja dann nachher mal offline erzählen, was ihr da investiert habt, weil das ist ja wirklich eine gigantische Arbeit, gerade vor allen Dingen, nachdem das alles Cartoons sind und nicht gemodelt oder Realvideos. Ja, super spannend. Von meiner Seite großen Respekt, was ihr da aufgebaut habt. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, ich hätte eine und zwar würde mich interessieren, was kostet das Ganze? Die Frage habe ich ein Stück weit erwartet. Also die Marketing-Variante ist, es ist kostenlos. Es ist erstmal für alle kostenlos, die ersten 6 Wochen. Das heißt, jeder kann sich jederzeit einen kostenlosen Account holen und alles frei nutzen. Die gesamte Bibliothek, alle Tools, alle Funktionalitäten. Das heißt, jeder hat die Chance, sich 6 Wochen das ganze Thema auf Herz und Nieren anzuschauen und zu gucken, ob das was für ihn ist. Danach kostet es zwischen 5 und 6,50 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Verglichen mit realen Fortbildungen kein Geld. Okay. Und 5 Euro ist sozusagen das Einstiegspaket und dann kann man im Professional-Tarif an der Stelle verschiedene Pakete dazu buchen, wie die Kinderintensivpflege, unterschiedliche Sprachen. Auch das ist natürlich ein Riesenvorteil der Digitalisierung und auch dieser Animation. Wir können natürlich auch einfach die Sprachen umswitchen. Wir können dieselben Videos für Polnisch, für Russisch, für Ungarisch natürlich umsetzen und das mit einem relativ überschaubaren Aufwand. Ja. Es war vorhin auch gesagt worden, dass es halt auch für die Laienpflege oder für Angehörigenpflege
Mich interessiert das jetzt in Bezug auf das persönliche Budget. Wir haben zwar jetzt Fachpflegekräfte, aber aufgrund des Fachkräftemangels noch nicht ausreichend. Und man muss natürlich weiterdenken, ob man dann ganz normale Krankenschwestern oder aber auch Rettungssanitäter oder Ähnliches mit integriert. Und da wäre das dann wirklich interessant, in dieser Richtung gezielt für die noch nicht ganz so Qualifizierten, das als Hintergrund mitlaufen zu lassen. Absolut richtig. Wir sind mit dem Verein Intensivpflegekinder zu Hause auch schon im Gespräch. Persönliches Budget ist ein riesengroßes Thema. Budgetgeber haben sozusagen ganz selten die Kapazitäten, qualifizierte Fortbildung zu evaluieren oder anzubieten oder sich bei anderen Trägern einzumieten. Natürlich ist das hier ein ganz solider Ansatz zu sagen, man kann das auch, ich sag mal, als persönliches Budget mit 6, 8, 9, 10 Mitarbeitern im Team, je nachdem, wie viele man hat, dann natürlich auch nutzen, um sie individuell zu schulen und auf die Bedürfnisse. Also wenn jemand kein Tracheostoma hat, dann braucht er auch kein Tracheostoma lesen oder auch kein Tracheostoma sich anschauen. Ich kann halt die Themen schulen, wo ich sage, da sehe ich bei dem Mitarbeiter aber noch ein kleines Defizit. Und was mich besonders interessiert, ist auch dieses Hochladen von eigenen Videos, wo man praktisch die eigene Fortbildung mit integrieren kann. Zum Beispiel spezielle Krankenbeobachtung, ja, wo man vielleicht anders als Standard arbeitet, aber speziell jetzt auf den eigenen Patienten. Absolut. Also wir sind frei in den Formaten. Video, PDF, PowerPoint, Text, Audio. Es gibt ein Limit von 500 Megabyte bis 1 Gigabyte, aber auch das lässt sich natürlich noch ganz beliebig besprechen und auch ausweiten, indem man dann einfach Dateien hochladen kann und diese dann den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Also was ich zum Beispiel jetzt mache, auch einfach nur, weil es funktioniert und weil ich es cool finde, unser Dienstplan wird jeden Tag jetzt über die App ausgespielt. Der aktuelle Dienstplan, ja, man schreibt einen Dienstplan und nichts ist älter als der Dienstplan von gestern. Sobald er aktualisiert wird, geht ein Mitarbeiter auf das Lernmanagementsystem von Smartware und ändert die Datei und in Echtzeit ist auf allen Handys, bei allen Mitarbeitern der Dienstplan aktualisiert. Und jeder, und das ist ja auch Qualitätssicherung, und also das ist ja auch ein Teil der Qualitätssicherung, keiner kommt mehr irgendwo zum falschen Dienst, weil es ungeplant ist. Und da lässt sich natürlich ganz viel andenken und ganz viel machen. Okay, sehr interessant. Hast du das noch neben deinen ganzen anderen Jobs? Bist du nur noch am Arbeiten jetzt, oder? Ja. Okay. Der Gesichtsausdruck reicht mir schon. Weil es ist ja auch eine hochkomplexe Denkleistung. Was mir gut gefällt, ist natürlich auch dieses Smartphone-fähig machen. Denn das ist genau wie du sagst, die Menschen kleben ja an ihren Smartphones. Und wenn es dann schön, wie heißt es so auf Neudeutsch, fancy gemacht ist, dann erreicht man auch die Leute, anstatt dass man sie vor den Rechner setzen lässt und dort die Dinge macht. Sehr spannend. Gibt es noch weitere Fragen oder sind alle so geplättet von der Präsentation, dass sie sprachlos sind? Okay. Dann denke ich, dass hier alle wunschlos glücklich sind. So fühlt sich das gerade hier an. Und wahrscheinlich sowohl die Seite vom Herrn Muhle wie von dir jetzt erstmal durchforsten müssen. Wie gesagt, das haben wir ja aufgezeichnet und kann man dann auch im Nachgang nochmal im YouTube-Channel bei uns anschauen. Wir stellen aber auch die Präsentation an sich nochmal online auf der Mike-Webseite, falls nicht jeder die Domains oder die Namen der Referenten direkt mal mitgeschrieben hat. Ja, dann würde ich den Talk an dieser Stelle beenden wollen, darauf hinweisen, dass wir in einer knappen Stunde den nächsten Talk haben, und zwar zum Thema Therapie interdisziplinär, und wünsche allen Beteiligten einen schönen Resttag und
Liebe Maria, vielleicht möchtest du dich auch noch verabschieden. Von meiner Seite schon mal ein herzliches Wiederschauen. Maria möchte nicht, beziehungsweise ist noch gemutet. Jetzt! Von meiner Seite vielen Dank. Es war wirklich sehr spannend. Ich wollte nur hinweisen. Ja, genau. Im Newsletter hatten wir auch schon die ganzen Domains kommuniziert. Und ja, und wer noch Fragen hat, kann uns ja dann schreiben. Und ja, dann einfach schönen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank Ihnen allen. Ciao.